Ah, schön. Man muss Prioritäten setzen. Das stimmt, das stimmt. So, ich hatte mich dieses Mal schon eingeloggt. Glücklicherweise. Beziehungsweise habe ich mich vorhin einfach nicht ausgeloggt. Das war sehr schlau von mir mal. Ich dachte nämlich, dass das ganz sinnvoll wäre. Hallo, Mira! Schön, dass du da bist. Im Spiel wie auch im Chat. Ich finde diese Melone cool. Was macht mein Moppel da eigentlich? Das sah gerade nicht cool aus. Diese Zuckung. Irgendwie, nee. Ja, die ist lustig. Ja, die ist voll cool. Auf einem anderen Char habe ich die auf jeden Fall, aber die habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt. Habe ich jetzt meinen Schokobon endlich gegriffen. Glückwunsch, Sonon. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als ich das allererste Mal meinen Reiz hier benutzen durfte. Gott, das waren Zeiten. Ich glaube, das war jetzt. Jetzt, glaube ich, 2 Monate her ungefähr, dass ich mein Reittier bekommen habe. Und mittlerweile sieht meine Liste an Reittieren so aus. Na gut, okay, hier ist noch nicht ganz viel, aber. Ich habe ein bisschen übertrieben. Aber ich bin noch nicht ganz richtig im Kopf, was Final Fantasy angeht, also. Das passt schon. Da ist ja sein Bienenstring. Ja! Ich war im Gold Saucer shoppen. Hallo, Dera. Ich konnte halt nicht anders. Genauso wie ich mein Schokopummelchen habe. Das ging nicht anders. Und ich habe auch eine neue Frisur. Das ging auch nicht anders. Ich musste. Ich habe mir auch neue Notenblätter noch geholt. Ich brauchte das. Es ging kein Weg dran vorbei. Ich musste es haben. Den Tanz habe ich eigentlich auch nur, weil Luna mir gesagt hat, wie der heißt. Ich glaube, ohne Luna hätte ich den nicht. Beziehungsweise hätte ich wahrscheinlich einfach nur irgendwas gekauft. Wie kann ich denn meinen Schokobo für den Kampf rufen? Dafür brauchst du Gisa-Blatt. Ich kann ja nur nicht ganz genau sagen, wo man die kauft. Ich habe sie irgendwo bei Stormblatt habe ich sie erst gekauft. Das können die ja Mira und Dera bestimmt sagen. Dann. Die können dir da besser helfen. Als meine Wenigkeit. Aber man kann sich auf jeden Fall für die Schokobos auch Rosshaare holen. Das ist cool. So, also, auf der heutigen Agenda steht auf jeden Fall ganz viel Hauptstory. Ich bekomme die immer von Dera. Ich habe meine mal selbst gekauft. Aber das war auch wirklich reiner Zufall. Ich habe die in. Wie heißt das eine Kaff da noch? Warte mal. In der Mai. In der Mai? Doch, ich glaube, in der Mai habe ich mir die gekauft. Ich meine, da gab es die. Irgendwo bei einem Händler in der Ecke da. Da habe ich mir mein Gisa-Blatt gekauft. Und jetzt habe ich natürlich auch so viel gekauft, dass ich erstmal nicht mehr hin muss. Aber immerhin weiß ich jetzt. Der Tanz ist auch cool. Aber ich bin froh, dass ich gerade den Beanswing habe. So, also nochmal zur Agenda. Ganz viel Hauptstory. Ich habe, glaube ich, jetzt nur. Was hatte ich denn vorhin gemacht? Ich glaube. Nichts davon. Ich glaube, das war noch vor 17 Uhr, was ich gemacht hatte. Okay, die Daily stehen dann nachher auch noch wieder zur Verfügung.
Oder beziehungsweise immer mal so zwischendurch. Das wird spaßig. Wir werden auch gleich losgehen. Und ja. Ich habe jetzt auch. Da oben ist es. Hier. Da müsste es sein. Ich habe jetzt nämlich auch einen Subcall eingestellt. Für die Leute, die möchten. Und ja. Gibt da nämlich bald 20 Herstream. Ich weiß nur nicht, was wir da machen. Muss ich mir doch was einfallen lassen. Eventuell passend zum Final Fantasy. Mal gucken. Oh, na, lass mir irgendwas Cooles für einfallen. So, ich porte uns einmal ganz kurz dahin, wo wir eigentlich auch hin müssen. Das ist schon wieder so verdammt teuer. Cosplay. Das glaube ich ja weniger, dafür ist das Geld einfach sehr knapp. Also beim letzten Mal, ich habe das beim letzten Mal mit Kanalpunkt gemacht, weil ich mir gedacht hatte, okay, wenn man als Kanalherausforderung, und dann dachte ich mir, okay, ihr packt halt die Kanalpunkte zusammen, wer möchte natürlich, und dass ich mal tatsächlich was als Cosplay mache, müsste ich natürlich über Wochen vorbereiten. Aber das wollten nicht so viele, beziehungsweise haben da nicht so viele, oder haben wir die Herausforderung nicht erreicht. Und deswegen war ich da auf eine andere Gelegenheit, wo wir das mal machen. Am besten dann, wenn es auch zeitig und viel technisch passt. Ich will aber ganz kurz gucken. Wenn es zu laut oder zu leise ist, sagt es bitte. Für mich ist es auf jeden Fall verdammt leise. So. Wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Irgendwo nach da hinten. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Oh Gott. Ihr seid lustig. Und ich sollte vielleicht nicht unbedingt mit Level 50 hier rumrennen. Ich glaube, das kommt nicht gut. Das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Ich glaube, für die Monster wäre ich Frischfleisch. Da hätte ich auch durchgekonnt. Na egal. Ich mag so Musik. Vorne wahrscheinlich. Oh, ihr seid es wirklich, mein Herr. Ihr lebt. Ihr seid schon zurück. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr euch so schnell entscheiden würdet. Lasst hören. Wie lautet sie denn nun, eure Entscheidung? Was fordert ihr? Mein Schwert oder meinen Kopf? Euer Schwert, mein Herr. Das domanische Volk in Yanchia ist bereit, sich gegen seine Unterdrücker aufzulehnen. Die Zeit des Aufstands ist gekommen. Und ihr, mein Herr, müsst ihn anführen. Ihr müsst mit eurem Schwert den Domanern den Weg in die Freiheit bahnen. Was ihr wollt, ist der Sieg. Und er ist schwerer zu erlangen als mein Kopf. Doch gut. Was für ein Prinz wäre ich, wenn ich meinem Volk das Träumen untersagen würde? Gosetsu, Yogiri, es tut gut, euch wiederzusehen. Wollt ihr mir nicht eure Begleiter vorstellen? Mädchen für alles. Die sind meine eosäischen Freunde vom Bund der Morgenröte. Mädchen für alles. Sie haben mir und meinen Gefährten nach der Flucht aus Doma Asyl gewährt.
Und jetzt wollen sie uns helfen, Doma zu befreien. Wir könnten uns keine besseren Verbündeten wünschen. Es sind tapfere Krieger. Im Westen sind ihre Heldentaten in aller Munde. Also beim Leveln. Das Einstellen habe ich... Schon gut, ich vertraue Ihnen. Schon hinter mir. Du bist also eine von Yugirichs Wohltätern. Ich habe erfahren, dass du auch Serena geholfen hast. Serena ist übrigens meine Wohltäterin. Ich danke dir von Herzen. Das ist unser Boy. Ah. Ja, meiner läuft immer noch in Isgard rum. An deinem guten Charakter und deiner Tapferkeit hege ich keinen Zweifel. Ich freue mich darauf, an deiner Seite zu kämpfen. Leider. Warte immer noch auf das zweite Date. Und wie ist unsere Lage? Erhebt eure Häupter. Ich verlange einen ausführlichen Bericht. Gut, gut. Yugiri, du kehrst nach Yanxia zurück und bereitest den Aufstand vor. Deine Freunde vom Bund der Morgenröte sollen dich begleiten. Sie sind fremd in der Gegend und auf deine Ortskenntnisse angewiesen. Verstanden. Doch was gedenkt ihr zu tun, mein Herr? Ich? Ich werde zurückkehren, nachdem ich die Aura in dieser Gegend unterworfen habe. Ihr werdet nicht lange warten müssen. Der Kampf steht kurz bevor. Erworfen klingt aber nicht ganz so gut. Heißt das, dass ihr... wollt ihr euch etwa am Nahdarm beteiligen? Habe ich mich unklar ausgedrückt? Überleg doch mal. Wir haben gerade erst eine Niederlage gegen die Galear erlitten. Unser Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und unsere Leute sind geschwächt. In dieser Situation ist es sinnlos, einen erneuten Aufstand zu wagen, bevor wir unsere Kräfte nicht gestärkt haben. Wenn ich im großen Kampf den Sieg davontrage, gewinnen wir auf einen Schlag die Krieger der Azim-Steppe als Verbündete. Doch ich tue das auch aus Dankbarkeit gegenüber den Mol, die mich gerettet und mir Obdach und Nahrung gewährt haben. Ich wäre ein Feigling, wenn ich mich einfach ohne ein Wort des Dankes davonschleichen würde. Ein solches Verhalten wäre eines Herrschers unwürdig. Ihr habt euch kein bisschen verändert. Yugiri, du hast es gehört. Die Wünsche unseres Herrn sind uns Befehl. Doch sei ohne Sorge. Sollte unserem Herrn Gefahr drohen, werde ich ihn, falls nötig, auch gegen seinen Willen, auf dem Rücken zurücktragen. Aber ich... Na gut, wenn unser Herr es so möchte. Ganz begeistert klingt sie nicht. Könnt ihr ein Auge auf Gossetsu und auf Prinzieren haben? Man weiß nie, was ihnen als nächstes einfällt. Ich danke euch. Nicht einmal unsere Antwort wartet sie ab. Wie ist das eigentlich? Wird Hien der neue König von Doma? Ist er nicht ein bisschen zu ungestüm für so eine verantwortungsvolle Aufgabe? Ein so guter Herrscher wie mein Vater bin ich noch lange nicht. Das ist gewiss. Doch ich bemühe mich und ich lerne. In der Zwischenzeit jedoch benötige ich eure Unterstützung. Noch träumen wir bloß von der Freiheit. Doch eines Tages wird unser Traum in Erfüllung gehen. Und dann wird nichts mehr so sein wie früher. Die Befreiung Domas wird unser aller Leben grundlegend verändern. Ach ja. Immer diese Veränderung. Fand ich schön, ne? Und ich glaube, das sind die, die wir tragen, ja. Da, da, da. Hübscher Bogen. Ein wirklich hübscher Bogen. Okay.
Aber du nichts, was wir dann gebrauchen könnten. Ich habe schon wieder vergessen, mein Inventar aufzuräumen. Egal. Das mache ich dann nächstes Mal. Oder irgendwann nachher, wenn es mir zur Last fällt. Meine armen Vögel. Könnt alle nur nicht fliegen. Ja, stimmt. Das andere ist, glaube ich, da oben. Ich glaube, noch gar nicht hin. Ein tiefer Fall nach unten. Gut, wir können einfach in die Richtung, ne? Ich freue mich schon. Es sind nur noch... Ich weiß gar nicht, wie viele Tage? Ich glaube, 10 oder 11 Tage, bis Pixel Remastered rauskommt. Warte mal. 12 Tage. 12 Tage sind's. Och, das wird toll. Ja, der einzige Teil, der dann, glaube ich, von der Final Fantasy 3 ausbleibt, wird Teil 11 sein. Den werde ich mir, glaube ich, nicht antun. So, das ist so. Okay. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Ach, nach da oben, okay. Dieses Schokopummelchen. Ich glaube, hätte ich noch mehr von diesen Fadern da gehabt, hätte ich noch mehr ausgegeben. Nein, 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 nein. Lass mich. Ich nicht wollen. Ich nicht kämpfen mit Manni, dem mürrischen Mammut. Falke. Falken sind toll. Ah. Muss ich was reparieren? Nee, ich glaube, vorhin habe ich schon repariert. Ja? Ja gut, kann ich aber trotzdem noch einmal machen. Hörchen. Ich wurde scheinbar schon wieder erwartet, ha? Großmutter Temulon. Sirina. Da bin ich wieder. Ah, ihr habt euch gefunden. Wie schön. FF ist ja auch online. Habe ich persönlich auch nicht gespielt. War nur kurz. Das gilt auch für deine Freunde. Ja, mir ist der Teil komplett vorbeigegangen. Du wusstest, dass wir kommen werden? Oh ja. Die Götter haben es mir zugeflüstert. Euer Leuchten ist ihnen nicht entgangen. Wir Mol richten unser Leben nach den Worten der Götter aus. Meine Großmutter empfängt als Utgarn das Götterorakel. Großmutter Temulon, ich habe eine Bitte an dich als Stammesführerin. Wir wollen unsere Heimat Doma vom Joch der galäischen Unterdrückung befreien, doch dazu benötigen wir die Hilfe der Steppenbewohner. Daher bitte ich dich, lass mich und meine Freunde als Vertreter der Mol am Nadam teilnehmen. Wir werden den Wettbewerb gewinnen und uns die Unterstützung der Steppenvölker sichern. Das geht nicht. Es ist wahr, dass uns die Götter befohlen haben, dieses Jahr am großen Kampf teilzunehmen. Doch wir sind viel zu schwach, um zu gewinnen. Wir werden verlieren und dann wird niemand euren Befreiungskampf unterstützen wollen. Viel zu schwach, um zu gewinnen? Das mag bisher so gewesen sein, doch mit uns sieht die Lage anders aus. Wir werden für euch den Sieg erringen. Ich kenne die Stimme irgendwoher.
Oder denkst du etwa, indem wir einen ohnehin starken Stamm unterstützen, erwerben wir uns die Achtung der Steppenbewohner? Vielleicht wussten die Götter, dass ihr uns helfen werdet und haben uns deswegen befohlen, am Nahdamm teilzunehmen. In diesem Fall müssen wir uns ihrem Willen beugen. Im Namen der Mol bitte ich euch, nehmt am Kampf teil und erkämpft mit uns gemeinsam den Sieg. Cirina, kümmere dich bitte um unsere Gäste. Bitte folgt mir, Kameraden. Ich werde euch erst einmal herumführen. Was muss das denn sein? Das tut doch nicht Not. Du, warte bitte. Gott sei Dank. Dein Licht strahlt heller als das der anderen. So hell wie die Sterne unserer Göttin der Nacht, die uns erschaffen hat. Die Sterne funkeln und erwidern deinen Strahlen. Ihr Licht und dein Licht gebündelt bergen die Kraft, die dunkelsten Mysterien zu durchdringen. Auch sie sind vom Leuchten erfüllt oder erwidern dein Licht, um dann selbst zu erlöschen. Sie werden dir den Weg durch die Dunkelheit weisen. Ein Leben ohne Freunde ist wie eine Reise in sternenloser Nacht. Das wollte ich damit sagen. Okay. So nach Turise ist nun auch der Weitläufer auf 15. Als nächstes pick Neon Schurke. Sehr gut, sehr gut. Ich muss einmal ganz kurz. So. Also bei mir, den Mönch hätte ich ja jetzt weiter gelevelt. Der müsste jetzt fast auf eine 40 sein. Ganz knapp. Mit dem werde ich nachher dann wohl noch die Stufensteigerung machen. Denn ich zumindest auch der Mönch auf 40. Und sonst hat sich, glaube ich, bei mir nicht besonders viel geändert. Gut, Weißmagier auf 52. Der Bart auf 69. Schuld ist vorhin der Hüter des Sees gewesen, weil ich aus Versehen mit dem falschen Char mich angemeldet hatte. Ich wollte mich eigentlich gar nicht mit dem Baden anmelden. Aber naja, ist dann trotzdem passiert. Oh, ja gut, und der Hermetiker ist auf Stufe 5. Süße, zarte 5. Also, ja. Ein Maschinist und Rotmagier muss ich noch annehmen. Genauso wie Gelehrter und Astrologe. Dann habe ich zumindest beide ganze Sachen ja voll, bis auf die Tanks. Die Tanks mache ich erst, wenn ich alle auf 80 habe. Aber bis das passiert, ist Endwalker draußen und ja, ich schiebe die Tanks eigentlich immer nur weiter nach hinten. Ich glaube, das Einzige, wofür ich jetzt, glaube ich, die Quest angenommen habe, ist die Revolverklinge. Aber wahrscheinlich werde ich die eh wieder entfernen. Wie kommst du beim Hermetiker erst? Ja, ich weiß, aber... ist ja quasi ein und dasselbe, nur die Beförderung davon. Also... das passiert ja alles automatisch. Wenn man es möchte. Man kann natürlich auch beim Hermetiker bleiben. Guckt durch weit. Da. Bin ich blind? Ja, ich bin blind, aber... ach ja, jetzt... ja gut, das brauche ich nicht. Der ist natürlich cool. Finde ich den Hermetiker cool. Man kann dann immer zwischen Didi und Heider switchen. Ja gut. Was nehmen wir denn? Jetzt
sehr cool aus. Ja, den Bogen kann ich halt nicht benutzen, ne? Deswegen habe ich eben extra nochmal ausgeschaltet. Komm, nehmen wir den. Ach, scheiße, komm. Druiden. Sieht aus wie so ein übergroßer Blumenstrauß. Für den Tänzer kriege ich aber nicht viel, ne? Der Tänzer wird irgendwie, was Waffen angeht, einmal komplett links liegen gelassen. Ich habe ja die Hoffnung, dass sich das vielleicht ändert. Kann man die Stufensteigerung zusammen machen, egal wie weit man vom Gewehr auseinander ist? Ja, kann man. Sobald man Stufe 16 hat, also die Stufensteigerung freigeschaltet hat, kann man sie mit jedem machen. Und auch mit anderen zusammen. Man wird dann halt einfach nur auf das jeweilige Level runter geswitcht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem Level 50er und also reingehe und jemand in meiner Gruppe, also mit meiner Gruppe, mit der ich anmelde, ist zum Beispiel gerade erst Level 17, wird meine auf 17 oder auf 18 runter geregelt. So dass ich quasi mitlaufen könnte. Und so ähnlich ist das dann halt auch mit anderen Schafs. Wenn du dann später einen Tank oder Heiler brauchst, sag Bescheid. Gerne. Gut, Heiler könnte ich selber. Aber Tank ist immer ganz gern gesehen bei mir. Weil ich selber keine Tanks habe. Tank liegt mir auch bisher nicht. Also da muss ich sehr, sehr viel üben. Noch mehr als beim Heiler, glaube ich. Aber wie du sagst, du wirst mit Mönchen rein. Ja. Ja. Also dann, da mit Mönch wäre es mir sowieso egal. Da, was dir am besten liegt. Ich glaube, mit Heiler geht es am schnellsten, eine Indie zu finden. Wobei ich nicht weiß, wie es jetzt spät abends, auf einem Freitag, mit Ferien, so aussieht. Also gestern, als ich mich eingeloggt hatte, war ich Platz 400 irgendwas auf der Warteliste. Beim Einloggen. Und Luna hatte genau das gleiche Problem. Also das war schon echt heftig. Und die Warteschlangen abends, gestern lagen sie bei mir teilweise auch bis bei über 50. Also, war nicht schlecht. Ich hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr. Ich bin dann einfach nur mit Luna Häuser gucken gegangen. Wir haben uns ein paar Gebiete angeguckt, quasi, wo ich eventuell, falls ich irgendwann bei das Geld zusammen haben sollte, mir ein Haus erobern kann, wenn ich Zeit, Lust und Laune habe und Geduld. Vor allem Geduld. Weil die werden ja leider nicht wie gesagt am Meer verkauft. In meinem Gebiet, wo ich hin will, ist natürlich nichts frei. Ich habe eh noch kein Geld. Und wenn, steht vorher eh erstmal irgendwann ein Gildenhaus an. Das ist sowieso erstmal oberste Priorität. Wobei dazu müsste ich Rang 6 sein. Mit der Gilde. Und zurzeit sind wir bei 1. Süße, zarte 1. Aber wir haben 180 Punkte. Ich glaube, das passiert bei mir jetzt durch die Story, ne? Dadurch, dass ich Story mache. Weil durch Innis zum Beispiel sammle ich keine Punkte. Seltsamerweise. Durch Innis sammle ich keine Punkte. Ich glaube, nur durch Story machen gerade. Was sehr, sehr schade ist. Und sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Dadurch, dass ich viel Story schon hinter mir habe. Aber es kommt ja noch genug, also. Okay. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Wie gesagt, jetzt ist erstmal ein bisschen Story. Ich weiß ja nicht, wie lange machst du heute so, ne?
und dann bist du halt online. Weil sonst können wir das zwischendurch auch immer mal machen. Jetzt, wäre halt auch kein Problem. Stufensteigerung dauert ja nicht lange. Je nachdem, wo man reinkommt. Du befindest dich in der Nähe einer Siedlung. Jetzt sind wir mit 4.500. Okay.